Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen dort weiter, wo wir in dem Video 53 angefangen haben, nämlich mit der Gestaltung von Listen. Und ich zeige euch eine letzte oder zwei letzte Sachen zu der ungeordneten Liste, die man natürlich auch in der geordneten Liste verwenden kann. Aber ich zeige es euch jetzt an der ungeordneten Liste. So, und wie man eben diese Pseudo-Elemente und die Selektoren geschickt einsetzen kann, um grafische Effekte zu erzielen. So, wir gehen gleich mal hier wieder in unser Programm hinein. So, das Letzte, was wir jetzt hier machen möchten, ist, dass eben tatsächlich das, die Zutat selber, egal was dahinter steht, die Zutat selber in einer anderen Schriftart und Fett dargestellt wird, sobald ich mit der Maus über die Liste, über das gesamte Listenelement fahre. So, mal deselektieren. So. Und das ist auch eine ganz einfache Sache und zeigt uns, wie eben solche Elemente oder wie CSS eben mit Schachteln in Schachteln in Schachteln arbeitet. Die Liste selber ist ja im Prinzip ein größeres Element, was kleinere Elemente enthält, nämlich diese Listenelemente. Und die kann ich eben auch ansteuern darüber, dass ich in CSS die hintereinander setze. Und das funktioniert nur, nicht nur bei zwei Elementen, sondern sogar auch bei drei Elementen. Ich sage also, für die Liste 1 gilt für das Listenelement, und zwar für das Listenelement, wenn über das Listenelement hinweggefahren wird, und dann aber nur für den Befehl span. Und ihr erinnert euch, span bezeichnet ist so ein leeres Element, mit dem man sich ein Stück Text besonders markieren kann, wenn man eben die entsprechenden Attribute angibt. Und das wollen wir jetzt hier tun. So, also wir füllen das leere Element, das eigentlich leere Element, jetzt mit optischen Veränderungen auf. Und da möchte ich einmal den Font Weight auf Bold setzen, also einen Fettdruck haben. Und dann möchte ich den Schrifttyp, die Font Family, die möchte ich auf Arial setzen. So. Und ich könnte natürlich auch noch alles mögliche andere angeben, aber das reicht mir jetzt erstmal. Und damit habe ich mir sozusagen den Befehl span in der Liste 1 besonders markiert oder besonders ausgestaltet. So. Und jetzt muss ich diesen span-Befehl nur noch unten in die Liste reinsetzen. Dazu gehen wir jetzt in unseren Body, in das Body-Element hinein. Und ach, na super, das habe ich schon vom Stehen lassen. Naja gut, erspare ich mir die Mühe und ihr müsst euch nicht so viel Video ansehen. So, also, ich habe um jede Zutat habe ich ein Span-Element oder Span-Tags gesetzt. Vorne das Anfangstag von Span, hinten das End-Tag von Span. Und ihr seht, ich muss dort gar nicht eine Klasse angeben und so. Browser weiß automatisch, dass nur in der Liste mit der Klasse 1 das Span auch besonders dargestellt wird. Und zwar auch nur, wenn es eben mit dem Mauszeiger überfahren wird. Ja, so, das ist, habe ich sozusagen hier oben mit diesem Hover. Und dadurch, dass ich das hintereinander gesetzt habe, habe ich das definiert. So. Das wird klar, wenn man das selber macht. Ne? Deshalb programmiert das mit, und dann, wenn ihr aber eine Idee habt, was ihr ausprobieren könnt, probiert es aus. Falls es nicht funktioniert, schreibt mir das unten in den Kommentar, möglichst eben auch mit ein bisschen Code, mit ein bisschen Quellcode, damit ich dann sehen kann und sagen kann, okay, versucht doch mal das und das und versucht das und das. Ich schaue die Kommentare regelmäßig durch. So, hier, das ist jetzt unser Text oder unser HTML-Dokument, was wir dabei sind zu programmieren. Und das sieht jetzt immer ähnlicher aus wie das, wo wir hin wollten, dem hier. Wir sehen jetzt hier unten, Hund ist noch unterschiedlich, weil wir das noch nicht verändert haben.
So, und wenn ich jetzt hier über den, das Element fahre, das Listenelement, dann verändert sich erstens das Bildchen, das Eingangsbildchen, und dann verändert sich eben auch die Schriftgröße. So, es gibt 1000 Sachen, die ich mit diesen Verschachtelungen machen kann. Jetzt zeige ich euch noch eine. Na, was ist das denn hier? Rückgängig. Das will ich jetzt aber nicht so haben. Ja, manchmal ist hier ein Fehler drin in diesem HTML-Editor. Und das sieht dann so aus, als würde er hier alles durcheinander bringen, aber in Wirklichkeit stellt er das nur komisch dar. So, also nicht erschrecken, dass das jetzt gerade passiert ist. So, ich zeige euch jetzt aber noch eine andere Sache. So, ich kann die Listenelemente ja beliebig schachteln, ich kann die auch beliebig mit Funktionen belegen. Und ich zeige euch jetzt mal, dass man die gesamte Liste auch verändern kann oder mit der Funktion belegen kann, wenn die Maus da drüber fährt. Aber verändert wird dann nur das Listenelement selbst. Und beim Listenelement möchte ich jetzt eine Rahmenlinie setzen. Und zwar mache ich das mit Border. Die soll ein Pixel breit sein, soll durchgängig sein und soll grün sein und nichts anderes. So. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und dann gehe ich jetzt mal hier wieder in mein Dokument hinein. So, und wenn ich jetzt über die Liste fahre, seht ihr, dass der mir eine grüne Rahmenlinie setzt. Was ihr auch noch seht, ist, dass der das Bild ein bisschen auseinanderschiebt. Das liegt einfach daran, dass die Rahmenlinie von oben nach unten sind das fünfmal, ist das eine Linie, ist es ein Pixel mehr. Das heißt, das ganze Listenelement wird in der Höhe um 10 Bildschirmpixel verbreitert. Das ist natürlich unschön. Das zeige ich euch gleich noch, wie ihr das anders gestalten könnt. Aber ihr seht auch, wenn ich über die Liste fahre, es wird nichts anderes verändert. Der Einkaufswagen bleibt ein Einkaufswagen und die Zutat wird auch nicht verändert. Wenn ich jetzt aber da drüber fahre, verändert sich das wieder. Das heißt, ich kann das Maus drüber fahren, kann ich pro Element ganz unterschiedlich verändern. So. Und ich kann eben tatsächlich für die Liste selber angeben, verändert nur das. Und sobald man über ein Listenelement fährt, wird auch noch zusätzlich etwas anderes verändert. Schicke Sache, kann man eine ganze Menge mit anfangen, kann man auch ganz viele Design-Gräuel machen. So. Das heißt, man sollte schon vorsichtig sein, sollte sich überlegen, brauche ich das überhaupt? Also so Bewegung um der Bewegung willen, das kann es nicht sein. Gut, aber ich zeige euch jetzt erstmal nochmal, wie man dieses Auseinanderschieben vermeidet, wie man das anders gestalten kann. So, und das Erste, was ich mache, ist, dass ich jetzt hier in mein Listenelement hineingehe und sage, gut, okay, du bekommst jetzt auch einfach eine Rahmenlinie. Und zwar eine Rahmenlinie, die genauso breit ist wie die Rahmenlinie, wie wenn ich mit der Maus über die Liste fahre. Ich setze die auch auf Solid. Und ja, dann setze ich die auf Yellow Green, also auf die Farbe, die der Listenhintergrund selber hat. Und damit unterscheidet sich die Rahmenlinie nicht mehr von dem Hintergrund. Das ist das Erste, was ich mache. Das Zweite, was ich mache, ist, dass ich die Margin, also den Außenabstand, auf 1 setze, weil sonst wird mir der Abstand zwischen den Listenelementen zu breit. Und im Prinzip haben wir ein Pixel Abstand zum anderen Listenelement jetzt durch eine Rahmenlinie definiert. Ja, das heißt, wir können das also wirklich getrost wegnehmen. So, und jetzt lade ich das Ganze rein. Jetzt seht ihr, hat er sich ein bisschen verändert. Also ist ein bisschen breiter als die ursprüngliche Liste, nur mit dem Außenabstand. Und wenn ich jetzt aber drüber fahre, seht ihr, die Liste bewegt sich nicht mehr. Also
Ich habe im Prinzip eine unsichtbare Rahmenlinie gesetzt. Und wenn ich mit der Maus über die gesamte Liste fahre, dann wird diese Rahmenlinie einfach in der Farbe verändert. Und so vermeidet ihr dann eben dieses Auseinanderschieben. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid wieder auf Ideen gekommen, was ihr noch alles gestalten könnt auf eurer Internetseite. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann kümmern wir uns um die Definitionsliste. Bis dann!